Rückhand als auch mit Vorhand anfangen kann. Deswegen beide auch Möglichkeiten anzufangen. Ja, da ist sehr gut mit den Längen zu variieren. Schwerer zu spielen. Und jetzt überraschend der Wechsel in die andere Seite. Und vor und da. 8-8, so wichtig jetzt. Und wie früh. Eigenen Aufschlag jetzt sehr, sehr groß für Shankun. Wow, und dann macht er den langen Aufschlag. So, so wichtig. Timo bleibt im Ballwechsel. Da geht er ganz tief. Rücken zum Bild. Beschäftigt damit Timo also. Da wieder weich. Und ja, perfekte Serie bei eigenem Ausschlag. 2 Punkte. Break. Für Shankun. Jetzt von Shankun, nachdem dieser hohe Ball da nicht zum Punktgewinn führte. 8 Punkte in Folge also. Los geht's. Parallelenball. Verlangt dann selbst als passiver Spieler dann immens. Es sind diese ganz kleinen Elemente, die immer zusammenpassen müssen. Das war... Das
hin von Shangun. Und wir haben es jetzt. Beinarbeit gegenhalten. Jetzt kann er selbst bestimmen, wie viel wert das wird. Und dann ist dieses wieder Fels in der Brandung. Will ich ihn jetzt vor allen Dingen. Das Niveau von Shangun ist jetzt gerade Wahnsinn mit der. Genau genommen 8-4. Und jetzt. Aber Shang-Yun bleibt den Entscheidungssatz zu erzwingen. Und mit dem langen Rückschlag auf die weiße Grundlinie hinein. Fünfter Satz. Viel auf dem Spiel und es ist die Beinarbeit von Shang-Yun. Wir haben zu Recht moniert aber Shang-Yun, dass die Lautstärke der Halle. Aber natürlich ein ganz doofes Timing. Aber nur ein Punkt Differenz. Druck weiter aufzubauen. Der Wendepunkt. Oh ja. Frage nochmal oder Überraschung? Nochmal. Martino bleibt jetzt im passiven Spiel präzise. Ah, der weiche Ball und dann nochmal der einen Körper. Shang-Yun kriegt diesmal nicht die Beine weg. Das kostet. Im ersten Matchball setzt sich Timo Boll.